Ihr Lieben, wir sind vor ein paar Monaten gefragt worden, was wir denn für unser drittes Baby alles in unserer Erstausstattung räumen. Ja, meiner Meinung nach hat jede Mama schon das Wichtigste bei sich. Das sind eigentlich nur drei Dinge, die das Baby am Anfang braucht, nämlich die Arme der Mama. Es braucht also kein Kinderzimmer. Das hört die Stimme der Mama, spürt die Küsse. Und die Mama, jede gesunde Mutter hat auch ihre Brüste dabei, an dem das Baby versorgt wird. Ja, solche Dinge wie Kinderwagen, Kinderbettchen, Kinderstellchen gab es bei uns nicht oder wurde nie genutzt. Und deshalb haben wir das jetzt auch gar nicht mehr für unser drittes Kind. Ja, und in den ersten Wochen ist unser Baby auch immer nackt geblieben. Und wir hatten es eben immer im Körper oder mit bei uns im Bett liegen. Ja, und genauso wollen wir das mit unserem dritten Kind auch praktizieren. Falls wir doch einmal Kleidung für das Kind benötigen, wenn es also beim Kinderarzt ausgepackt werden sollte oder wir zu einer Familienfeier müssen und wir das Kind nicht nackt im Tragetuch tragen wollen, dann haben wir natürlich schon ein paar Sachen. Und weil unsere Kinder auch windelfrei groß werden und groß wurden, haben wir auch ganz drauf verzichtet, uns ein Teil dazu zu legen wie Strampler oder Bodies. Und stattdessen nehmen wir eben lieber ein kleines T-Shirt und ein Schlüpferchen dazu. Oder man kann das Schlüpferchen auch unter der Hose weglassen und zieht eben die Windel als Backup drunter. Mit windelfreien Kindern kommt es immer ein bisschen drauf an, wie die Übung ist, wie sicher ihr euch als Eltern fühlt mit dem windelfreien, je nachdem verwendet man denn eben mal eine Windel oder auch nicht. Ja, und solche kleinen Sachen gibt es natürlich nicht in so H&M, C&A und so weiter. Ich stehe sowieso nicht auf solche Chemieklamotten von Kik oder so. Und deshalb haben wir unsere Babyklamotten entweder gebraucht bekommen und uns dort das Praktischste rausgesucht oder man geht eben auf Babybazar. Ja, und da hat man immer mal Glück und findet so Zweiteiler. Also Händchen und Stüpferchen. Die Übchen, die man vielleicht von früher noch kennt, die gibt es zum Knüpfen, genauso wie auch zum Schnüren. Und das haben wir unseren Kindern manchmal nachts angezogen, wenn man doch einen starken Hautkontakt hatte mit wenig Bewegung. Kann es sein, dass das Baby ja leichter schwitzt und das einfach noch so ein kleiner Stoff dazwischen legt, um ja, ein bisschen Feuchtigkeit aufzusorgen vom Schwitzen. Und von den Schlüpferchen haben wir ungefähr 10 Stück für das Baby. Und von diesen Jübchen reichen 5 bis 7. Von den T-Shirts auch so ca. 5 bis 7 Stück. Beim dritten Kind hat man dann natürlich schon ganz schöne Menge an Klamotten angesammelt. Bei den Baumwollpullovern, wo ich auch 5 bis 7 Stück jetzt in Größe 50, 56 da habe, achte ich darauf, dass die eben ja, aus Baumwolle sind und nicht irgend so ein Fusselstoff, weil die Fusselchen immer schnell zwischen den Fingern und am Hals des Kindes hängen bleibt und ich das sehr blöd finde. Ja, bei den Hosen reichen auch so ca. 7 Stück. Je nachdem, wie ihr eben euer windelfrei praktizieren wollt, wechseln wir eben dann nicht, wenn doch mal was daneben geht, die Windel, sondern die Hose. Und das sind auch ganz einfache Baumwollhosen. Ihr könnt aber auch auf Strumpfhosen zurückgreifen, weil man ja manchmal schwieriger an kleine Babyhosen herankommt und der Markt nur so überschwemmt ist von Strampelanzügen. Ja. Und Socken, kleine Wollstrümpfchen als Schuhersatz, wenn es dann doch mal rausgeht oder wenn man denkt, das Babyfüßchen ist kalt. Da haben wir jetzt ungefähr 10 Söckchen. Und meistens braucht man gar nicht so viel, weil die Socken ja nicht so nass werden oder stinkig werden und nicht schmutzig werden. Ja, viele
brauchen natürlich auch in den kalten Monaten noch ein Jäckchen zum Drüberziehen. Da reicht es meiner Meinung nach, wenn man eine Jacke vorrätig hat. Wir haben ein September-Baby und müssen erstmal gucken, was wir dann gebrauchen oder ob unser Baby unter so einer Tragejacke, wie ich jetzt gerade eine habe, mit dem Umstandsteil. Die Babyteile haben ja dann noch so ein, also die Trageteile haben dann noch so eine kleine Kapuze dran. Und manchmal reicht es schon, je nachdem, ob das Baby eben, wie lange man mit dem Baby rausgeht, wie lange das draußen abgehalten wird oder ob es so gar nicht abgehalten wird, ob es eingepackt bleiben kann. Ja, je nachdem, man zieht man dem Baby eben dann noch eine Jacke an, nicht? Und auch als kleiner Geräuschdämmer für ein Baby, was zwei mitunter laute Geschwisterchen hat, habe ich jetzt zwei kleine Mützchen, die aber auch zu Hause getragen werden können. Ja, einfach als Geräuschkulisse oder wenn doch ein bisschen Wind geht, dass die Ohren geschützt sind. Ja, dann kann ich euch noch unseren Wickeltisch zeigen. Viele Ökosommer verzichten ja total auf den Wickeltisch, weil sie sagen, die Unfallgefahr ist so groß und so hoch. Für mich ist es wahrscheinlich auch ein bisschen berufsbedingt gewesen. Ich habe meine Hand sowieso beim Wickeln immer am Kind und lasse es nicht liegen und denke da auch, dass da nichts passieren wird, dass da kein Kind jemals abstürzen wird bei mir. Und ich finde den Wickeltisch bei uns zu Hause sehr praktisch, weil wir eben Katzen haben und ich das Kind nicht mit gebeugtem Rücken immer auf dem Bett wickeln möchte, wo auch die großen Geschwister dann spielen, sondern dass es wirklich einen Ort gibt, der ja, frei bleibt von großen Geschwistern, die rumruckeln und von Katzen. Als Backup für unsere Babys haben wir hier die Capri-Überhosen von Blueberry. Also es sind wirklich nur Überhosen, die, wo man eben dann die Mullwindel ganz einfach vorlegt. Also man braucht da nicht 20 komplizierte Windeltechniken zu lernen, wie ich das einzelne Mal gemacht habe in der Schule. Und je nachdem, wie lang die Windel am Kind verbleiben soll oder ob sie gleich gewechselt wird, könnt ihr die Einlagen dann beliebig dick gestalten. Und ja, die sind meiner Meinung nach sehr praktisch, wenn man doch mal mit dem windelfreien Baby unterwegs ist oder im Auto fährt. In der Nacht haben wir dann immer gerne für unser erstes Kind damals, als wir noch nicht so windelfrei geübt waren, italienische Strickwindeln verwendet. Also wie es der Name schon sagt, haben die einen Strick und man legt die also dann so hin, legt seine gefalteten Windeln darauf. Also macht so eine Dreieckwindel. Bei den kleinen Babys nehmt ihr die Windel eben so einmal gefaltet in der Mitte. Man zieht es dann so rüber, dass hier das Dreieck entsteht. Dreht die Sache um und faltet einen Steg. Man kann dann auch das Molton-Tuch reinlegen oder unten drunter. Das Ganze legt man dann in diese Strickwindel hinein. Legt sie dem Baby da drauf und kann das dann erstmal zusammenlegen. Dann kommt die Strickwindel, die wird jetzt auch so gefaltet, dass das an den Beinchen ganz ordentlich wird. Und hier oben kann man dann ja mit Knoten und einem kleinen Schleifchen zubinden. Den Vorteil hat die Windel, dass das eben die Beinchen breit wickelt und man sich da kaum noch Sorgen machen braucht um eine offensichtliche Hüftentwicklung. Also weil das Baby wirklich ganz breit gewickelt liegt. Ja, das war in den ersten Babywochen, als wir ganz jung, frisch Eltern wurden, zum ersten Mal in unserer
Backup-Variante für die Nacht. Beim zweiten Kind haben wir das schon gar nicht mehr genutzt. Da zeige ich euch das dann in unserem Babybettchen. Ja, für die normale Gesichtswäsche reicht es, wenn ihr eben neben eurem Platz, wo ihr das Baby wascht, ein kleines Schüsselchen stehen habt. Ihr könnt Waschlappen verwenden, so circa 3 Stück, hat man bestimmt vorrätig. Und man kann genauso einfache Stofftaschentücher nehmen, die typischen Herren. Taschentücher oder die Spitzentüchlein von der Oma. Die nehmen wir auch so für unsere Kinder jetzt am Tisch als Serviette. Und ja, das kann einfach gewaschen werden und ist ein guter Ersatz für Feuchttücher, finde ich, weil ich die Chemie gar nicht an das Baby heranlasse. Auch noch nicht an die 2 großen Kinder. Deshalb kann ich euch auch gar keine Pflegeprodukte vorstellen, wie irgendwelche Öle oder Cremes, Penatensalben, das haben wir alles noch nie verwenden müssen. Beim windelfreien Baby ist der Po nie wund und eingecremt werden muss am Baby eigentlich auch nichts, weil die Haut ja noch total intakt ist. Ja, zum Abtrocknen vom Gesicht habe ich dann kleine Handtücher, reichen auch 2 oder 3 Stück. Und als Badehandtuch haben wir die großen typischen mit der Kapuze. Ich denke, da reichen auch 3 Stück, wenn man für das Baby was Neues besorgen muss. Und wir haben ja auch in der Farbe Rot gewählt, weil ja viele eben sagen, die Babys fühlen sich durch die rote Farbe noch ein bisschen an die Bauchzeit erinnert. Ja, deshalb die rote Farbe bei uns. Zum Baden haben wir bei beiden Kindern einen Tummy-Tub genommen. Man füllt eben bisher das Wasser auf, guckt eben mit dem Badethermometer, ob es die geeignete Temperatur hat. Und ja, unsere erste Tochter hasste das Baden im ersten Jahr total. Wir haben sie dann eben mit unter die Dusche genommen oder sind zusammen mit ihr in die Badewanne gegangen. Das ging. Ich habe immer darauf geachtet, dass das Kind sich nicht irgendwie gezwungen dazu fühlt, jetzt gewässert zu werden. Mir ist es lieber, wenn das Baby nicht verträgt, aber sich noch wohl fühlt. Und ich denke, so kleine Babys werden ja auch nicht so schmutzig. Die muss man also nicht ständig baden. Und das sagen auch manche Hebammen, das reicht auch alle 2 Wochen. Je nachdem, wie sich das Baby fühlt, wie sich die Mama damit fühlt. Unser zweites Baby wurde gerne im Eimer gebadet und badet generell gerne. Und bei unserem Baby werde ich den Eimer vielleicht nur verwenden, um nasse Windeln oder schmutzige Wäsche hineinzuwerfen, und nimmt das Baby dann auch wieder mit unter die Dusche oder setzt das dem Papa mit in die Badewanne, wenn natürlich keine Badezusätze dran sind. Ja, hier kann ich euch noch zeigen, dass wir hier ein kleines unseren Globus als Licht nutzen, wenn man doch mal in der Dunkelheit das Kind wickeln möchte. Als Wickelauflage haben wir eine ganz normale Baumwolldecke, darunter so eine Folie als Schutz, wenn doch mal ein bisschen Pipi oder Wasser daneben geht, der Tisch nicht gleich eingesaut ist. Und das ist hier unser Kinderwagen. Also wir verwenden nur das Tragetuch. Das ist jetzt eine lange Version für Patrick, als großen Mann. Und ich bin eigentlich mit der Manduka glücklicher gewesen. Gerade mit dem windelfreien Kind habe ich das besser handhaben können. Das Kind eben schnell rauszuheben und schnell wieder reinzustecken. Und mit dem Tragetuch kam ich nicht so gut zurecht, auch weil es so groß ist. Aber wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder in die Kommentare schreiben wollt, was ihr als zierliche Frauen gerne als Tragehilfen verwendet, dann könnt ihr das gerne tun. Da würden wir uns freuen. Und jetzt zeigen wir euch noch unser Babybett. Ja, unser Baby darf natürlich mit bei uns im Familienbett schlafen, wie auch alle anderen Kinder. Und mit der Besonderheit, dass das Kind auch kein eigenes Kopfkissen unbedingt braucht, also und keine kleine Babydecke, weil das neben der Mama schlafen wird, also neben mir. Und ich habe so einen leichten Schlaf, dass ich jede Bewegung, jedes Zucken vom Baby merken würde. Was ich natürlich auch mit dem Windelfrei sehr nützlich erweist. Wir haben dazu schon mal ein Video gemacht, was ihr euch gerne anschauen könnt, wenn euch das interessiert. Unser Baby darf auf einem
leichten, flauschigen Kissen schlafen, mit dem Kopf liegen, weil ich das für das Stillen immer viel praktischer finde. Und ich lege mich dann hier zum Stillen daneben, habe auch mein eigenes kleines Kissen, was ich mir noch unterlegen kann. Und ja, das ist einfach viel einfacher zum Stillen, als würde das Baby flach liegen oder nur im Arm liegen. Man schwitzt sich dann so an. Und ja, so hat es bei uns immer sehr schön geklappt. Und unser windelfreies Baby trägt auch in der Nacht keinen Schlafanzug. Wir haben da stattdessen einen kleinen Bettschutz. Man kann die selber zurechtschneiden, also wasserdicht und luftdurchlässig sollte das sein. Und haben unter unserer Matratze natürlich noch einen großen Matratzenschutz, falls doch mal irgendwie was daneben geht, das Töpfchen umgeworfen wird, was auch immer. Ja, genauso wird das Baby auch mit unter meiner Decke zugedeckt werden. Wahrscheinlich auch noch ein anderes Kind, was dann auf der anderen Seite liegt, zum Tandem stellen. Ganz praktisch in der Nacht finde ich auch immer ein Stillkissen. Wir haben jetzt hier so ein großes, schweres Kissen mit Dinkelspelz. Ah, das riecht auch absolut angenehm. Und ja, lässt sich ja, wie gesagt, in der Schwangerschaft schon gut mal unter das Bein schieben, dass man bequem liegt. Und lässt sich auch so als kleines Nestchen für das Baby herrichten, dass man das Baby eben dann in das Nest hineinlegen kann. Und das Stillkissen dient für uns auch noch als Rausfallschutz dann. So, hier braucht man natürlich auch noch ein Töpfchen für die Nacht. Wir haben jetzt für unsere Mädchen immer so, oh, da sind Haufen Aufkleber drin, so ein Töchter. Also ja, da reicht für ein Mädchen eine einfache, alte, ausgediente Salatschüssel. Es gibt auch die Asia-Töpfchen, die ebenso schmal sind wie eine Rührschüssel. Da muss man einfach schauen, was einem gut liegt, was man zur Hand hat, wie viel man ausgeben möchte. Zum Abtupfen haben wir immer Klopapier verwendet. Man kann aber genauso einfach kleine Stoffreste zusammenschneiden oder nimmt Taschentücher oder Windeln, wie man das möchte. Und damit es in der Nacht nicht zu dunkel ist, wenn man doch mal mehr sehen muss, dann haben wir natürlich auch noch ein kleines Nachtlicht hier hängen oder stehen. Das finde ich auch ganz praktisch. Ja, ansonsten war das schon alles, was wir jetzt für unser Baby haben. Natürlich haben wir auch noch für das Auto eine Babyschale, aber wir haben keinen Kindersitz, keine Pflegeprodukte, keine Babywippe, von der ich sowieso abraten würde, weil das für den Babyrücken gar nicht gesund ist. Ja, und denken, dass wir das Wichtigste immer dabei haben, ganz unabhängig davon, wo wir gerade wohnen oder welche Anziehsachen wir für das Baby parat haben, weil das Wichtigste die Nähe ist, die Liebe, die ihr dem Kind schenken könnt. Ja, mit den Worten verabschiede ich mich und wünsche euch alles Gute und sage bis bald.